Oh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Infected. Heute die Neujahresfolge, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe hier die Nacht in dem Dachboden verbracht. Ist noch ein bisschen dunkel hier drin, aber ihr seht, draußen wird's hell. Weil wir haben ja noch ein paar Häuser vor uns. Und ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Es gibt anscheinend eine Stadt, in der es Bierrezepte gibt. Ich hoffe ja noch, dass es die große Stadt hier ist. Und in den anderen Städten müssten jeweils drei Rezepte oder beziehungsweise Technologiebücher sein. Wir sehen, uns fehlt ein bisschen was und das ist wieder Energie. Dazu müssen wir jetzt leider noch so ein Package verschwenden, weil es bringt uns Energie. Aber dann geht es uns hier wenigstens gut. 13 Pfeile haben wir noch. Ich hoffe, das reicht uns auch. Das Zeug liegt hier noch rum und ich hoffe, dass die Bambis hier nicht nachgespawnt sind. Denn ich habe hier auch gespeichert und auch einen Cut gemacht. Bin jetzt hier am nächsten Tag unterwegs. Habe das Spiel neu geladen und jetzt bin ich echt gespannt, was hier draußen so abgeht. Aber ich glaube, das werden wir schon gemeinsam rausfinden. Weil eigentlich müssen wir ja nur noch nach oben hin zu den Häusern. Ich glaube, in der Richtung oben. Den Rest haben wir ja schon durch, weil da haben wir angefangen, hier sind wir runter. Und die nächsten Häuser waren jetzt, muss ich echt nochmal aufpassen, dass hier auch keiner rumstreuen hat von denen. Wie gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob die hier nachspawnen, wenn man die Nacht durchmacht. Genau, da. Alter, wo bist du? Da. Ich hoffe, das war der einzige, wo ich jetzt hier gerade getriggert habe. Gut, der Pfeil kommt automatisch wieder rein. Ging noch irgendwo ein Weg hoch. Ich glaube, den nehmen wir auch. Da hinten. Bin aktuell auch ein bisschen entspannter, was das Geschrei von denen angeht. Der hat mich jetzt auf jeden Fall gerade nicht erschreckt. Aber kann sich natürlich noch ändern, weil ich glaube, da hinten rennt nämlich auch noch so ein Trottel rum. Aber man kann ruhig da hinten rumlaufen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die nur von hier vorne kommen. Und wir sind im September, Herbst. Das heißt, wenn wir das da oben durch haben, sollten wir schnellstmöglich nach Hause. Okay, mich hat es gerade wirklich gerissen. Weil ich nicht weiß, wo der herkommt, der Kollege. Wo hat er mich jetzt angebrüllt? Vogel, grüß dich. Hat er mich jetzt von oben getriggert, oder? Hat mich auf jeden Fall noch mal einer getriggert. Wo ist der zweite? Bevor... Hilft nichts, ich muss erstmal die Blutung stillen. Der hat mich schon mal ganz schön kassiert hier, der Kollege. Wo kam der von hinten? War das jetzt die ganze Zeit der, wo mich hier angeschrien hat? Eigentlich haben jetzt, glaube ich, drei Stück haben wir gehört und nur zwei erwischt. Danke, Wolf, du auch noch. Wo bist du, Krabbeltante? Da kommst du.
Wolf, ich brauche dich jetzt hier echt nicht. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal in ein Haus reinkommen. Mal gucken, ob ich hier safe bin. Sieht auch so aus, als wären es bloß die letzten zwei hier, ne? Aber da unten liegt auch was. Plastik, her damit. Wüste. Da kommst du. Okay, wir sind schon mal überladen. Dann schmeißen wir jetzt erstmal ein paar Kartoffeln raus. Die Tücher, die würde ich eigentlich schon gerne mitnehmen. Gut, Erze haben wir jede Menge. Eisenerze auch. Oh, wir sind deutlich überladen. Wegen was denn? Komm, warte mal, was wiegt ihr? Plus Gewicht 1, Gewicht... Das ist das Eisenerz. Ja, wir haben schon ziemlich viel Eisenerz dabei. So ist es jetzt nicht, aber... Und den haben wir halt mehr als von dem. Komm. Dann werfen wir jetzt halt wirklich die Fragmente erstmal raus. Und hoffen, dass das reicht. Das wiegt ihr 1, oder? Nee, nicht mal. Dann schmeißen wir die auch noch mit weg. Sind wir immer noch überladen. Was ist jetzt hier wirklich so schwer? Das ist das ganze Eisen. Es steht 4, da hätte man noch ein bisschen Platz. Und bleibt uns jetzt echt nichts anderes übrig. Knochensplitter nehmen wir mit für bessere Pfeile. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Luft. Dass wir für eventuell noch ein paar wichtige Sachen mitnehmen können. Weil ich glaube, das Zeug finden wir im Normalfall ja auch bei uns. Da würde ich sagen, ist jetzt echt erstmal wichtig, dass wir das mitnehmen, was wir so nicht produzieren können. So, Tierfett nehme ich jetzt auch nicht mit. Das nehme ich auf. Jung, wo bist du? Von welcher Seite kommst du? Da bist du. Und die Pfeile schwinden dahin. Gut, die Pflanzenfasern schmeißen wir auch gleich raus. Die brauchen wir jetzt bei Gott auch nicht. Wir waren jetzt hier drin. Komm, das Plastik nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Trockener Ziegel können wir auch machen. Nehmen wir auch nicht mit. Aber wie viele Rezepte haben wir denn jetzt eigentlich schon gefunden? 2, also 1 müsste normalerweise, wenn das stimmt, mit 3 Stück. Minimum pro Dorf. Müsste ja schließlich noch 1 unterwegs sein. Außer ich habe echt irgendwo was übersehen. Und ihr habt mir das schon in die Kommentare geschrieben. Aber durch das, was ich halt vorher aufnehme, alles noch im alten Jahr, wird das wahrscheinlich schwierig umzusetzen. Aber dann müssen wir halt nochmal hierher. Fischöl ist auch zu groß, nehmen wir nicht mit. Und wieder Verbände. Dann sind wir wieder voll wahrscheinlich. Komm, nimm sie mit. Schadet nicht. Wir können es immer noch rauswerfen. Also hier habe ich jetzt nichts mehr gefunden. Ich glaube, den Rest haben wir. Na, warte mal, wir schauen jetzt mal hier hinten schnell raus. Da ist ja auch noch so einer.
Jetzt schlägt er auch noch durch die Wand durch, der Trottel. Sowas hasse ich ja wie die Pest. Habe ich noch ein bisschen was für Gesundheit dabei? Nein, ich muss das Package wieder, aber das möchte ich jetzt nicht verschwenden. Sieht auch nicht so aus, als wären hier noch mehr Häuser unterwegs. Ich glaube eigentlich nur noch das hier drüben. Dann haben wir das Eck hier, glaube ich. Das war jetzt eine knappe Kiste. Wir sind schon wieder überfüllt. So, der Pfeil, der kommt gleich mal hier rein. Oh, der hat ein paar Pfeile für uns dabei gehabt. Und einen Metallbrocken, den tun wir auch raus. Sind wir doch schon mal hier. Dann müsste das jetzt wirklich unser letztes Haus sein. Biotreibstoff packen wir einfach mal rein. Eisenerz nehmen wir jetzt wieder nicht mit. Liegt hier noch rum. Noch ein Tuch. Eine Kartoffel brauchen wir auch nicht. Elektrikteile. Jetzt rein. Krieg ich und hab sogar noch Luft, oder? Perfekt. Dem nehmen wir auch nicht mit. Waren wir, glaube ich, schon. Was ist denn jetzt wieder? Jetzt schwindet wieder meine Energie, wo er rummeckert. Gibt es jede Menge Kohle. Aber dann haben wir jetzt wahrscheinlich doch wirklich in irgendeinem Haus ein Rezept übersehen. Oder habe ich übersehen, dass ich schon drei habe? Ne, zwei. Warte mal, wie gibt es insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann hast du 4. 3, 3. Ja, doch. Stimmt. Da müsste theoretisch echt noch mal irgendwo was sein. Frage ist halt jetzt echt wo. Und wir müssen halt wirklich auch zurück. Das ist das nächste. Sieht es auch nicht so aus, als wäre noch mal irgendwo ein Haus. Gut, wir sehen auch jetzt nicht wirklich viel. Aber wir können mal auf der Karte gucken, wo wir eigentlich gerade sind. Doch, wir sind am äußersten Ende. Ich glaube echt, dass wir eigentlich alles durchgeschaut haben. So, es gewittert. Wir essen jetzt nochmal ein Package wegen der Gesundheit und Energie.
Und ich schaue jetzt hier echt nochmal schnell rein, ob ich nicht hier irgendwas übersehen habe. Weil ich war mir eigentlich echt sicher, dass ich die anderen Häuser ziemlich gut durchgeschaut habe. Dass ich normalerweise keine Technologie irgendwo übersehen haben könnte. Leeres Bücherregal. Na gut. Ist jetzt die Frage, was machen wir? Warten wir das Wetter ab oder? Da war ja auch nichts mehr. Außer ich habe da unten irgendwo was vergessen. Aber in die Richtung müssen wir ja eigentlich eh. Weil da war ja noch ein Wambi da hinten. In der Richtung. Ach, da unten ist er doch. Du Shit, sind die wieder nachgespawnt? Was? Gehen jetzt einfach hier nach. Einfach hier nochmal ins Gebäude rein, weil ich glaube, echt. Wie ich das hasse, dass die durch die Türen schlagen. Oh. Dann krabbelt die auch noch über den Sessel. Da ist der nächste. Das war jetzt eigentlich so nicht geplant, muss man ehrlich sagen. Ah. Sieht es jetzt aus, gesundheitsmäßig ja wieder die Hälfte. Das hat sich ja richtig gerentiert. Dass wir hier nochmal rein sind. Nicht, wohlgemerkt. Ist, dass ich eigentlich nur nach hinten wollte. Schauen wir trotzdem nochmal schnell nach oben. Vielleicht sehe ich von hier aus irgendwas. Warte mal, ist es die Rückseite oder? Wo sind wir reingekommen? Hier. Da ist der nächste. Uhuhu, das wird voll schwierig. Wir müssen in die Richtung raus und rüber. Liegst du mir im Weg auch noch, oder? Wir müssen so rum weg. Was ist jetzt auch vollkommen wurscht. Wir rennen jetzt hier rüber und hoffen, dass einfach keiner kommt. Ja, genau so. Bloß, dass einer kommt und ich ihn wieder nicht sehe. Und jetzt auch noch ein Wolf da ist. Okay, ich glaube, den haben wir. Jetzt kommen, dass uns gleich der Wolf erwischt.
Aber wir müssen nach Hause. Es hilft einfach jetzt gar nichts. Und da renne ich jetzt auch an allem vorbei, was ich finde. Hauptsache, wir kommen hier weg. Aber da würde ich auch fast sagen, was einer hinterher? Nee. Das, weil wir ja eigentlich jetzt eine Technologie zu wenig haben, wenn die Info stimmt, dass es Minimum 3 geben muss. Wenn ihr sie gesehen habt, schreibt mir das bitte in die Kommentare, wo das ungefähr war. Dann werden wir da eventuell irgendwann wieder zurückkommen, falls wir die anderen Technologien nicht in den anderen Städten finden sollten. Kollege, du hast mich jetzt aber auch gerade ein bisschen erschreckt. Mit deinem Brummschrei. Müssen wir erstmal schauen, wo wir hier wieder rüberkommen. Okay. Mit den Klippen ist auch so ein Punkt hier. Komme ich nirgendwo durch. Da vorne wieder. Komme ich da hinten überhaupt hoch? Ja, doch, muss. Muss gehen. Mal, da war doch gerade was zum Essen gelegen, oder? Da hätte ich jetzt auch nicht Nein sagen, wenn das jetzt gerade hier vor mir aufploppen würde. Und ich glaube, hier kommen wir drüben auf jeden Fall sicher an. Aber dann muss ich sagen, haben wir jetzt unsere erste Erfahrung gemacht mit dem Dorf schon. Und sagen wir so, Action war auf jeden Fall los. Hat auch Spaß gemacht. Also freue mich schon auf die nächste. Aber eins ist sicher. Vor dem Frühjahr definitiv nicht. Hier ist doch auch wieder ein Spot. Das ist doch hier davor. Da klopfen wir jetzt dann gleich mal noch einen frei hier. Gucken, was hier rauskommt. Dann wissen wir eventuell auch schon, was wir hier finden könnten. Kobalt gibt's hier. Also, Alu, Kobalt. Schauen wir mal, wie viel wir hier mitnehmen können. Gewicht her, weil das Kobalt würde ich sogar gerne mitnehmen noch. Weiß ich sogar lieber Eisenerz dafür raus oder Kupfer. Bei Kupfer haben wir bei uns. Wenn wir jetzt die drei hier noch mitkriegen, dann wird das, glaube ich, gut. Oh, wir sind schon wieder zu voll. Die nehme ich definitiv mit, komm. Wie viel Luft haben wir jetzt noch? Was wiegt denn ein so ein Teil? Zwei. Bin ich nach dem ersten wieder weg, dann schmeißen wir das Kupfer hier auch noch raus und nehmen... Komm, den einen nehmen wir noch mit. Dann war es das aber. Jetzt schauen wir, dass wir ganz zackig nach Hause kommen. In die Richtung.
Bogen hat auch noch halbe Power, das ist auch gut. Und wir können einfach nichts mehr aufnehmen. Sind, glaube ich, echt Limit. Ja. Also nicht wundern, ich bin so ein bisschen orientierungsblinder. Wie manche durch die Wälder laufen und immer genau wissen, wo sie hin müssen. Also das kann ich überhaupt nicht. Das ist ein Baumstumpf, okay. Aber ich habe heute schon was gelesen. Oh nee. Nee, nicht du. Lass mich bitte in Ruhe. Ausdauer ist übelst am Ende. Und auch noch ein Wolf, geil. Und unsere Energie ist jetzt natürlich auch noch. Ah, du dumme Sau! Wo blut? Ich blute nicht, okay. Wie sieht es trotzdem aus? Sicher ist sicher. Ich nehme jetzt echt so ein Medikit. Weil das ist mir jetzt zu heftig. Vor allem, wenn jetzt Mr. Fox hier auch noch unterwegs ist. Müsste doch dann gleich mal unsere Base hier auftauchen, oder nicht? Nee, weg. Wein. Mann. Locker. Tu dir nichts, du tust mir nichts. Warte mal, war das überhaupt unser Stand? Da kommt unsere Base. Das ist gut. So, jetzt ab nach Hause, dann erstmal eine Runde schlafen. Ist Hänger nicht voll, wo ich hier weg bin? Der Fischständer auch. Der ist voll. Okay. Kann ich noch Feuerholz mit reinnehmen? Nur eins, okay. Oh. Wir sollten erst ausladen. Aber hier haben wir wenigstens jetzt genug zum Futtern. Aber Hauptproblem ist wirklich unsere Energie. Und ich glaube, das hatten wir uns jetzt verdient, dass wir erstmal eine Runde ausschlafen. Beziehungsweise... Oh, da sind noch überall Barren drin. Ich muss wirklich erst aussortieren, hilft ja nichts. Langsam. So, da haben wir das Ganze drin. Da hätten wir nochmal zwei Eisen. Das ist jetzt alles Kobalt hier. Halt, das war Tuch. Alu, das ist Kobalt. Du bist auch noch Kobalt. Was ich cool finde, Eisenerz lässt sich stacken. Warum dann eigentlich Kobalt nicht? Plastik tun wir hier auch mit rein. Heffler packen wir hier mit rein. Und die Tücher können wir doch. Warte doch jetzt auch nicht. Das kommt hier auch rein. Und die Ölkannen. So rum. Und die Knochensplitter, die werden hier auch auf. Infra rein. Die Medikits sind wichtig. Die Dose ist. Ach, die braucht gleich zwei. Und Elektronik kriegen wir hier nicht rein. Dafür packen wir sie dann hier mit rein.
Das machen wir wieder so, so. Die Flasche. Können wir eigentlich zwei große Flaschen übereinander machen? Und jetzt räumen wir aber noch gemeinsam hier aus. Dann können wir nämlich hier gleich weiterschmelzen, währenddessen wir schlafen. Das müssten eh die Eisenbahnen sein, perfekt. Die nehmen wir jetzt auch gleich raus, weil wir 6 Stück haben. Schau mal, wie ist denn das? Da müssten jetzt theoretisch ja auch die Barren rauskommen, aus den Stücken. Glaube ich. Gute voller Feuerholz, dass wir das alles in Gang kriegen hier. Ich glaube, das sind 5 Stück pro Ofen. Hier 5. Und dann brauchen wir hier noch 4. Bist du, Dödel, schon wieder unterwegs? 1, 2, 3, 4. Perfekt. Schaut es jetzt aus mit Energie? Ja, wir müssen wirklich schlafen. Tun wir jetzt auch. Oh, bevor wir verdursten, hören wir auf, aber wir schlafen trotzdem noch weiter. Ich glaube, das ist so ganz in Ordnung, oder? Ja. Dann werden wir wohl sagen, oder machen wir es so. Alles fertig geschmolzen? Nee. Ich schmelze jetzt hier die Sachen noch ein bisschen durch, bereite ein bisschen was vor. Und dann geht es hier in der nächsten Folge hier bei unserer Base weiter. Denn ich würde sagen, vor dem Winter gehen wir nicht mehr raus auf Loot-Tour. Und im Frühjahr würde ich als allererstes gerne hier hochgehen und ein paar Krokodile erlegen. Oder hoffentlich schaffen wir das, sagen wir mal so. Weil ich habe gesehen, da kriegt man einen deutlich größeren Rucksack dadurch. Und das wäre das nächste Ziel, bis wir in die nächste Stadt gehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War wieder auch ein bisschen aufregend, auch der Nachhauseweg. Und wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen. Wenn nicht, gebt es auch gerne einen Daumen runter. Aber schreibt mir bitte dazu, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten, lasst mir gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, wäre ich auch froh über ein Abo. Jetzt euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.